Schönen guten Tag, mein Name ist Armin Reichmann und heute geht es wieder einmal um spanisches Recht, diesmal um spanische Usancen. Und meine Überschrift lautet heute: Die Schwarzgeldfalle. Wie kommt man darauf? Eigentlich ganz einfach. Wer sich vielleicht noch daran erinnern mag, vor Jahren hieß es mal, Mallorca sei Deutschlands schönster Waschsalon. Was damit gemeint war, war ja klar, dass hier Gelder in Mallorca gewaschen werden, insbesondere im Immobiliengeschäft. Keiner mag bestreiten, dass das vor vielen, vielen Jahren mal so der Fall war. Ob das heute noch so ist, kann man bezweifeln. Ich als Berater kann Ihnen nur sagen, lassen Sie die Finger davon. Dennoch, die Fälle gibt es und da kann ich nur warnend diesen Finger heben, nämlich dann, wenn ein Verkäufer kommt und sagt, ja, Sie als Käufer müssen eine Grunderwerbsteuer hier in Spanien zahlen, die kann bis 11% gehen. Das stimmt zwar. Und wenn er dann weiter sagt, na gut, wir können ja in den Hotels Kaufvertrag vielleicht einen kleineren Kaufpreis eintragen und einen anderen Teil, den bezahlt sie mir auf irgendeine andere Art und Weise, dann könnte ein Verkäufer, der steuersensibel ist, und wer ist das nicht, sagen, ja, vielleicht ist das ja keine schlechte Idee, das machen wir. Aber ich kann nur sagen, diese sogenannte Unterprotokollierung, davon sollte man die Finger lassen. Was in Deutschland diese Unterscheidung zwischen Weiß- oder Schwarzgeld ist, im Übrigen die Unterscheidung in Spanien zwischen A und B. Das wird also diskret hinter dem Wort B versteckt, wenn es um Schwarzgeldzahlungen gehen sollte. Aus den alten Zeiten kann man noch berichten, wenn ein Verkäufer verlangt, er wollte einen Teilkaufpreis durch BCI bezahlt bekommen, könnte ein Käufer denken, na ja gut, das ist die Banco Comercial Internacional, aber weit gefehlt, er meinte damit die Zahlung in Bolsa Corte Inglés, also in einer Plastiktüte des bekannten spanischen Kaufhauses. Aber nochmal, davon sollte man unbedingt die Finger lassen, davon muss man heute definitiv abraten. Und warum? Es gibt ganz leicht nachvollziehbare Gründe. Erstens, jeder Notar muss Kopien seiner Urkunden beim Finanzamt abliefern. Das bedeutet, das Finanzamt sieht ganz genau, welche Preise gezahlt wurden. Und da Sie auch die Vorurkunde haben, die Sie ja schnell greifbar haben, auf die ja auch in der notariellen Urkunde Bezug genommen wird, werden Sie sofort sehen, wie der Kaufpreisunterschied war und haben durch viele andere Urkunden von Kaufverträgen aus der Gegend durchaus einen Überblick, was angemessen sein könnte oder nicht. 4 Jahre lang kann das Finanzamt prüfen. Sollte es feststellen, dass der Kaufpreis nicht angemessen ist, gibt es hohe Strafzuschläge und aus Sicht des Verkäufers auch, dass der sozusagen reduzierte Kaufpreis als Schenkung betrachtet wird und dafür dann Schenkungssteuer zu bezahlen ist. Das braucht kein Mensch. Man sollte weiter wissen, die Zeiten eines Bankgeheimnisses sind vorbei. Das gibt es lange nicht mehr. Das heißt, alle Transaktionen sind offen. Das Finanzamt hat überall Zugriff. Dass das also nie herauskommen würde, dass eine solche zweite Zahlung erfolgt ist, ist sehr unwahrscheinlich, eigentlich sogar ausgeschlossen. Und von den Risiken eines Bargeldtransportes wollen wir hier gar nicht erst anfangen zu reden. Die Alternative wäre zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich kaufe ja Inventar mit. Das würde den Kaufpreis reduzieren, in der Tat. Und dafür zahlt man als Erwerber nicht bis zu 11% Grunderwerbsteuer, sondern nur 4% Steuern. Das klingt also schon mal ganz gut. Aber auch da sage ich warnend, denken Sie daran, mit dem Kaufpreis, den Sie bezahlen, definieren Sie auch, oder nicht bezahlen, sondern der in der Urkunde drin steht, richtigerweise, definieren Sie Ihren Einstandspreis, wenn Sie später mal verkaufen wollen. Und auf den Unterschied zahlen Sie immerhin 19% Gewinnsteuer. Das heißt, je größer dieses Delta ist, dieser Unterschied zwischen Ihrem Einstandspreis und Verkaufspreis, desto mehr Steuern zahlen Sie. Und 19% sind ja nun mal deutlich mehr als vielleicht maximal 11% Grunderwerbsteuer. Vielen Dank fürs Zuschauen.